sind wir wieder bei Magica, nicht bei Pokémon. Und in der Pause habe ich gerade hier noch was gefunden, und zwar war das eine Waffe, die habe ich gerade ausgerüstet. Das ist das Stemmeisen, der magische Schwan. Erste Wahl, wenn es um Aufbrechen geht, von Rüstung etwa. Schadenstyp Körper niedrig, extra schnell und durchdringt Rüstung. Aber ich würde einfach sagen, ich will schon da. Das, also so sieht das aus dann, wenn ich draufhaue. Yay. Ich nehme den Eisspalter mit. Oder wie das Frostspalter. Heißt. Frostspalter, ja, fast. So, jetzt müssen wir gucken. Hier kommen wir nicht weiter. Aber wir können einfach das da machen. Bam. Und schon ist die Höhle offen. Wenn wir jetzt da reingehen, steht da bestimmt Level beendet. Wetten? Weil wir noch die TNT-Stangen rumliegen. Wir hätten noch versuchen können, uns rein zu teleportieren. Ach, kein Level beendet. Nee, aber Kontrollpunkt. Das wäre schon mal am Ende des Levels besser gewesen. Ja, da hätte man bei die Katzi noch drin gehabt. Ja, stimmt. Einer von uns hätte das jetzt vorlesen können. Da habt ihr schon ganz recht, aber warum denn? Kann man die Schaufel mitnehmen? Nee, du kannst aber das Ding untersuchen da. Sieht so aus, als wäre dieses Werkzeug in Eile zurückgelassen worden. Ich glaube, das haben wir letztes Mal auch schon gesagt. Geh mal weg da. Ich hab schon wieder einen Angststab eingesetzt. Ja, und auf einmal ist Vlad weg. Bam. Wir können das also nicht kaputt machen. Nee, sieht nicht so aus. Ey, das ist aber TNT. Nein. Ah, ist tatsächlich kaputt gegangen. Ihr habt diese kleinen TNT-Dinger, das wussten wir doch. Ach, verdammt. Schlechte Reaktion, Vladi. Nee, ich wollte einfach nur ein Feuerschild reinhauen. Zwei? Hä? Zwei Gegner? Komm, noch mehr. Oh je. Ich möchte den da hinten eigentlich mal treffen. Geh da weg. So. Haben die Schilder? Bam, der hat sich gerade selber. Ja, hatten sie. Ich hab gewundert. Ist natürlich, ihr seht es, ist jetzt etwas blöd mit diesem scheiß Stab. Ich muss auf jeden Fall einen anderen Stab mir zulegen. So. Dieser Leben. Wir finden bestimmt irgendwelche coolen Stäbe wieder. Oder wir sterben mal wieder. Dann nehme ich lieber einen Standardstab mit. Okay, was heißt das hier? Wahrscheinlich, wir kommen nicht durch. Ich frage mich, was wohl hinter dem ganzen Schutt verbirgt. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Es gibt garantiert einen anderen Weg. Also ja, danke, ich weiß das, danke. Wissen wir mal. Ich bin fast sicher, dass hier hinten irgendwo. Ich denke, wir können irgendwas aufspringen. Ne, hier waren die TNT-Fässer, hier ist nichts. Könntest du mal bitte nicht so rumbuggen? Ich weiß nicht, irgendwas ist gerade kaputt. Das ist so bei Multiplayer-Spielen. Mal gucken, ob wir die treffen da oben. Bam! Ne, das waren nur die Fässer, aber von hier aus sollten wir sie treffen. Du weißt, dass wir noch Arkan und Stein haben, ne? Ja, mach ich doch. Ich mach Arkan, Stein und Feuer. Weiß nicht, was ist besser, mehr Feuer auf das Schild zu hauen oder mehr Schild? Ah nee, Schild kann man nur... Du kannst nur maximal ein Schild haben. Okay, aber wenn ich mehr Feuer mache, gilt er länger, ne? Irgendwie so war das doch. Okay, endlich kommen wir nicht ran. Doch. An den kommen wir schon. Oder auch nicht. Hab ich getan. Bomben! Ja, nee, an den kommen wir nicht ran. Geh da weg, Bombe! Okay. Seite können. Ach, super, das Fahrrad hinten wieder näher. Könnte mein Angststab mal probieren. Ach, ja, das war jetzt nicht gerade das Schlauste. Nee, wir kommen doch dann da drüben. Hier. Du machst den, ich mach den da. Da ist aber ein. Das funktioniert so nicht. Aber das TNT-Fass brennt schon. Sehr gut.
Okay, den hat zwar nicht ganz erledigt, aber doch jetzt. Der hat schon wieder ein Schild, was wir nicht sehen. Irgendwas stimmt hier nicht. Was machst du denn da? Bam. Da ist nämlich ein Schild weggeflogen. Ha, sehr schön. Was hast du für einen Stab? Stab des Feuers. Lies mal vor. Stab des Feuers, durch Feuer und Flamme, 100% garantiert. Der Stab ist gemeint. Feuer, passive Fähigkeit, Feuerresistenz, aktive Fähigkeit, Feuerimmunität, Aura. Das heißt, ich kann erstmal nicht brennen. Aktiv kann ich, glaube ich, nicht. Warte mal, wir müssen gleich mal das ausprobieren, ob das so richtig funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Irgendwie buggt das Spiel gerade so ein bisschen rum. Ja, kannst du mal kurz. Nicht mit Blitzen. Kannst du mal ganz kurz versuchen, mich in Feuer in Brand zu setzen? So, lass mal los. Halt. Du brennst und kriegst aber fast keinen Schaden. Okay, ich bin sehr immun gegen Feuer. Das ist sehr praktisch. Und ich kann halt dadurch richtig feuerimmun werden. Achso, das andere. Achso, ich habe eine Feuerresistenz und kann halt notfalls noch eine Feuerimmunität entwickeln. Ist das richtig? Ja, Feuerresistenz, passiv. Aktiv, wenn ich so. Kannst du mal Feuer auf mich selbst drauf, auf mich aufschießen? Feuer auf dich. So, da steht also. Macht immer auch Schaden. Macht aber mehr Schaden als bei mir. Wieso? Was? Na, weil ich hätte. Du hast noch so eine komische Aura um dich rum. Ja, aber. Ich habe mal eine Tür kaputt gemacht, ne? Ja, ist in Ordnung. Mach ruhig. Ich glaube, Level beendet ist erst, wenn wir die Minen verlassen müssen. Ja, das Schöne ist, ich kann jetzt das da machen und hab trotzdem, hab jetzt Feuer, Aura und diesmal machen wir das gleich hier, ne? Licht anmachen. Ja, nicht getroffen. Knapp daneben ist auch vorbei. Bam! Den habe ich zerfetzt. Ah, mit mehr Feuer hält der Schilddinger. Habe ich doch gesagt. Ja, die Spinnen sind irgendwie komisch, weil man nie weiß, sind sie jetzt Freund oder Feind, aber wahrscheinlich sind sie immer eher Feind. Ja, sie greifen aber unsere Feinde an. Das war sehr schlau. Befreie dich. Er hat mich. Befreie dich. Oh, ich hab dich. Nein, du hast meinen Stab runtergeworfen. Nee, der liegt noch da. Allerdings hab ich dich getötet. Ja, töte mal den Grobian, damit ich die anderen noch mitnehmen kann. Er hat noch Leben in seinem Dienst gehabt. Was wollt ihr denn da hinten? Das Schöne ist, dass die Feuerimmunität auch gilt, wenn du schon brennst, dann gibt sie sofort das Feuer aus. So, warte mal kurz, ich muss meinen Vorspalter wieder nehmen, mein Stab ist ja nun weg. Dein Stab liegt doch da. Mein Stab liegt nicht mehr da. Der liegt neben dem Frostspalter. Mir ist der Stab runtergefallen. Moment, da? Da liegt er wieder. Wo denn? Genau da liegt er, Moment. Töten erstmal die und dann zeige ich dir, wo dein Stab liegt. So, guck mal, siehst du jetzt? Ich habe doch jetzt deinen Stab, ne? Halt, Stab des Weißen weiß. Ja, du hast aber bei mir keinen Stab in der Hand. Ach so. Es steht da, dass du den Stab erhältst, aber du hast dann keinen Stab in der Hand. Dann gucke mal eben, ob der bei dir irgendwie, ob die sich die Hand dort verändert. Jetzt liegt er da ganz hinten auf der Kante. Nö, ist nichts von mir. Okay, dann halt nicht. Wenn du nicht willst. Ich sehe ihn nicht, ihr könnt gerne bei mir gucken. Glaubt ihm nicht, er lügt. Ich habe das Licht angeschalten. Ich habe den Goblin und beinahe mich selber getötet. Geh mal vor nach. Genau. Halt. Und BAM! So.
Hier gibt es doch bestimmt noch irgendwas, oder? Hä? Okay, das sind Bogenschützen nur. Das sind nur Bogenschützen. Ich weiß nicht, ob ich da jemanden treffe. Ah, ich wollte... Ach, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber na gut. Ah, du hast sie getroffen, okay. Ist jetzt hier irgendwas? Da sagt er nur, scheint wackelig zu sein. Ich weiß nicht, ob wir es kaputt machen können. Nee, kann man nicht. Nein, bleib doch nicht stehen! Du brennst. Achso, ich kann das nicht machen, weil ich nass bin. So. Genau das wollte ich auch gerade machen. Sicher, dass wir das nicht kaputt kriegen? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Na gut. Ich hab's ja geschafft, mich anzuzünden. Ja, das hast du. So, warte mal. So. Ich bin auch begeistert, muss ich sagen. 1, 2, 3, 4. Bam. Ich hätte mich schon wieder angezündet. Gucken. Huch! Ich bin fast runtergelaufen. Mann, dann können wir mal die da hinten schon mal töten. Genauso wie die Spinnen hier. Wir sind schon hier drüben. Die ignorieren uns. Die laufen erstmal zu den Gegnern rüber. Da hinten Licht an gleich. Ja, ich glaube, der ist schon jetzt an. Das ist halt das Schöne, deswegen ist es ganz gut, die Goblins nicht zu schnell zu töten. Weil das machen nämlich die Spinnen für uns. Lass doch das scheiß Ding da. Wie ihr seht, sind die Goblins uns eine große, die Spinnen uns eine große Hilfe. Oh, ja, stimmt, da war ja was. Natürlich. Hingefallen. Und nicht wieder aufgestanden, schon klar. Doch, bin wieder aufgestanden. Ich mach da hinten mal die Goblins tot. Übrigens, da ist so ein Typ mit einer Bombe. Ja, so geht's auch. Schilder, ganz viele Schilder. Achso, warte mal. Nee, die müssen wir erstmal anders. Und jetzt. Bam, bam, bam. Jetzt können wir sie alle abschlachten. So, und ich kann mal wieder meine Feueraura beschwören. Also, Achtung! Dass du nicht in meinen Strahl reinrennst. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Komm. Verlassen, hä? Sicher, hä? Mine, aha. Ja, wie gesagt, er hat gerade Schaden gekriegt. Ich habe ihn getötet. Stein in den Kopf gehauen? Genau. Ich habe mal Stein in den Kopf bekommen. Ha, wie peinlich. Oi, das warst du. Oh, der ist doch schon an. Ja. Aber weißt du, was sie machen könnten eigentlich? Was denn? So? Ist ein Licht? Die machen nicht viel Licht. Die machen gar kein Licht. Sag ich ja. Feuer. Spinne. Kämpf doch mit deinem Frostspalter! Nein, ich bin nicht so der Frostspalter. Du hast nämlich Gift drauf übrigens. Naja. Achso, die gehen erstmal rüber, Goblins töten. Lass sie erstmal Goblins töten. Hey, lass sie Goblins töten! Ich weiß die doch. Aber ja. Was machen die da? Die vermehren sich noch, das will ich nicht. Kontrollpunkt. Bam, bam, bam. Kontrollpunkt. Wieso steht über deinem Kopf noch scheint wackelig zu sein? Keine Ahnung. Steht das bei dir auf? Nein. Ich hab mein Handy nicht auf stumm geschalten. Hat's geklingelt? Nein, es hat einen Gong gemacht. Ach so, das war die Teleportplattform, weil wir letztens hier eins vergessen hatten. Ja. Kurz ein bisschen Licht machen, okay. Ah, okay. Ja, da war ja was, ne?
Achso, ja, wir müssen ja erstmal. Wäre da ganz stark dafür, du machst das Ding nicht an. Hau doch mit deinem Frostspalter drauf. Wow, ich wäre beinahe in Tod gestürzt. Verdammt. Nein. Moment, deine Frostspalterklinge liegt noch da. Ja. Was hast du auf dem Schild? Auf dem Schwert. Ich habe auf meinem Schwert gar nichts. Da? Was? Du hast Arkan und Zeug auf deinem Schwert? Ich hatte erst kurzfristig QFASA auf dem Schwert. Ui. Versuch mal, wenn du Zauber auf das Schild machst, auf das Schwert machst, Schild mit drauf zu casten zusätzlich immer. Ja, Damit hast du nämlich einen Fernangriff auf deinem Schwert. Ja, es war ja gar nicht geplant. Guck mal, ob du. Verdammt! Jetzt kann ich nicht mehr kriegen. Jetzt haben wir den Frosch. Wir kriegen neue noch. Da sollten noch genug. Ja, außerdem magst du ihn ja eh nicht. Wie du beinahe gestorben wärst, mal wieder. Bad Taste, 700 von 1000. Da ist noch einer irgendwo. Ich glaube, diese Bad Taste Sachen bekommen wir. Jetzt rennt er mir auch noch direkt rein. Ich glaube, diese Bad Taste Sachen bekommen wir nur durch dieses Let's Play noch voll. Ich habe keine Ahnung. Ansonsten hätten wir das wahrscheinlich. Na, wobei. Ich glaube, hier kommen wir wieder zum Anfang. Da ist der Anfang. Ja. Wobei, wenn man das auch so, für. Ich kann hier gerade irgendwas untersuchen. Kommst du nochmal runter? Das war nur die Maschine da wahrscheinlich. Ah, ja, genau. Ja. Ja, genau, da lang. Ja, genau. Wir haben jetzt kein Secret hier gefunden. Kontrollpunkt. Sieht so aus, als wären diese Werkzeuge in Eile zurückgelassen worden. Genau. Ich mag keine Hexer. Ey, das warst du. Nein, das warst auch du. Das war der Hexer. Kannst du mich wiederbeleben vielleicht? Na klar. Wenn es weiter nichts ist. Hat den Hexer fallen lassen? Ich lass doch mal irgendwas fallen. Dir den Froststab wahrscheinlich. Ist ein Froststab? Da liegt ein Stab genau da. Schmeiß ihn nicht weg. Hör auf, du tanzt einen Stab. Der tanzt doch gar nicht. Goblinstab, was macht der? Unverwundbarkeit. Moment, ich gucke nochmal an. Stumpfe Klinge an den Goblinstab. Goblin-Zauber nutzen diesen Stab gern, um ihre Lebenserwartung zu erhöhen, die eh schon recht kurz ist. Erhöhte Körperresistenz, aktive Fähigkeit, kurzfristige Schadensimmunität. Sehr schön, das ist macht. Also Geist der Maschine. So, wie weit ist es denn noch? Ein Elch, hatten wir den schon? Bestimmt. Bestimmt. Oi, guck mal, kennst du den da? Hey, das wollte ich auch gerade machen. Und dann wollte ich das hier machen. Stirb, Elch, nicht Elch. Elch ist schon tot. Warte mal, gibt's da drin was? Nee, die kann man nur untersuchen, oder? Leben in diesen Löchern? Leben die in diesen Löchern? Hey, don't hate Goblin-Höhle. Also ich habe jetzt zumindest mehr Verteidigung. Au, ich bin hingefallen. Und nicht wieder aufgestanden, schon klar. So. Dann da nochmal hin. Dann da so, nochmal. Ich glaube, man hört bei mir gerade voll das Klicken so ein bisschen durch. Man hört bei dir sogar mein Klicken durch. Oh, guck mal, da oben ist ein Stab. Wie kommen wir da hin? Siehst du den? Ja, da hinten lang. Also müssen wir von der anderen Seite nochmal. Das war schlau. Wieso hast du Feuer auf dich selbst gecastet? Weil ich nass war. Ach,
Der ist auch verwirrt, der wollte erst nicht hierher kommen. So, wir müssen jetzt gucken, wie wir da hochkommen, weil ich weiß nicht, was das für ein Stab ist. Das ist eine große Höhle, ich glaube, da kommt irgendwas Großes raus. Ja, der rennt mir gleich voll in mein Schwert rein. Ja, und dann kannst du den Rest machen, genau. Wenn es ein paar sind, ist das immer ganz gut. So, wie kommen wir da hoch? Da links irgendwie. Da müssen wir hoch, so. Nee, wir kommen hier irgendwo rechts, das müssen wir rechts irgendwo kommen. Oh. Warte. Natürlich Schilder. Zwei Typen, wirklich? Das war jetzt eine ziemliche Herausforderung, ich weiß. Also, wir könnten das Ding da sprengen. Eventuell würden wir da, würde das da irgendwas umfallen. Ja, wir werden das mal sprengen da. Was du? Ah, okay. Dann kommen wir da hoch, glaube ich, oder? Wie kommen wir da hoch? Haben wir es jetzt kaputt gemacht? Ich würde den Stab schon gerne haben. Ja, ich weiß gar nicht, ob man den wirklich... Doch, ah! Einfach hoch teleportieren. Das war, erstaunlich einfach. Du kannst die Höhle mal absuchen mit deinem Mauszeiger, da brauchst du nicht reinrennen. Ja, was denkst du, warum ich reinrenne? Nicht runterfallen. Ganz vorsichtig. Vielleicht immer so ein bisschen Vortritt. Ich habe ja gerade einen Unverwundbarkeitsstab. Ha, da haben wir einen Sherlock Holmes gefunden. Was, da muss das was Cooles sein. Stab der Unsichtbarkeit. Du hast einen unsichtbaren Unsichtbarkeitsmantel, der unsichtbar macht? Der Unsichtbarkeitsmantel, Unsichtbarkeitsstab, der unsichtbar macht. Ich wurde übrigens nicht getötet gerade, du schon. Also ich möchte mir den nochmal angucken. Viele finden Unsichtbarkeit nützlich. In längst vergangenen Zeiten fertigten die ältesten und gierigsten Zauberer des Ordens diesen Stab im Geheimen. Passive Fähigkeit, keine aktive Fähigkeit. Man wag's kaum glauben, Unsichtbarkeit. Steht das wirklich da? Ja, nein. Doch. Oh. Was? Erstens bist du nass, zweitens mal, wir sind zwar schon ein bisschen, aber wir gucken mal noch, wenn wir jetzt den Raum wechseln, ob wir dann einen Level beendet bekommen. Oder einen Bossfight. Ja, wahrscheinlich einen Bossfight. Da kommen doch bestimmt auch noch welche raus, oder? Da haben wir unseren Bossfight. Einer? Wirklich? Okay, wir machen jetzt aber... Ach, den machen wir jetzt noch. Jetzt sind wir mitten dabei. Ich will noch mir ein Feuerschild holen. Oh, man bräuchte einen... Komm schon, töte den Bombentypen. So? Schildtyper von hinten. Oh, der hat einen Hammer. Sein Hammer bringt ihm auch nicht viel. Schildtypen entschildet. Vielleicht kriegen wir... Da unten ist ein Eisspalter. Ja, ein Frostspalter, habe ich schon gesehen. Ich würde erstmal bitte gerne. Danke. Dann hätte ich gerne einen neuen Feuerschild. Dann hätte ich gerne ein bisschen Leben. Dann hätte ich gerne den Frostspalter. Ich will den Frostspalter. Danke. Und Alter. Ja, sehr schön. Das wollte ich eigentlich gerade machen, den letzten davon noch zu töten. Achso, warte mal. Nee. Auftauen. Schild losmachen. Ah, verdammt. Angreifen. Dich wiederbeleben. Renn weg. So rennst sonst in meinen Frostspalter rein. Ja, ja, das die haben übrigens noch Schilde sein. Teilweise. Der Ene hier hat noch Schild. Achso, die haben beide noch Schild. Das sind drei gewesen noch, ne? Ja, davon hatten aber nur noch zwei Schild und der andere kam durch die anderen beiden blockiert nicht rein. So. Ist es nur bei mir so oder? Achso, nee, das ist die. Wir müssen das Tor kaputt machen. Ich wollte gerade sagen, irgendwie komisch. Aber das machen wir in der nächsten Folge, oder? Naja, danach haben wir, glaube ich, das Level beendet. Dann würde es eine super, super Möglichkeit zu einem Abschluss heute geben. Und los. Ja, man muss genau das Tor treffen. Ich treffe das Tor nicht genau.
Du meinst das Schloss? Was machst du denn da? Ich wollte direkt... Ich glaube, das Tor kann auch Feuerschaden kriegen. Ja, das Tor kann auch brennen. Ich wollte gerade sagen, und jetzt? So, hoffen wir mal, dass jetzt ein Level beendet kommt. Muss sich auch gelohnt haben, dass wir so eine Überlänge gezogen haben. Nein. Nein. Was? Wie seid ihr hierin? Wie seid ihr hierin? Denkst ihr, ihr wissenschaftlich, was auch immer? Ihr krabbelt euch niemals an unsere Farbe Objekt da. Sichert die Beuten. Okay, mach mal einen schnellen Cut, Mafi. Ja, Moment. So. Okay, danke fürs Zuschauen. Lasst eure Meinung in den Kommentaren. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Für uns gleich in 2 Sekunden. Okay, und bis gleich. Ciao.